Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro IP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kenji Days of the Blades. Blade, nicht Blades, Blade, ja. In der letzten Folge haben wir massig gefällt gegen diesen Boss hier auf dieser verdammten Brücke. Ich habe uns den Weg ein bisschen abgekürzt und ich krieg langsam echt eine Gänsehaut von den Hintergrundgeräuschen hier. Wenn man hier irgendwie eine Minute lang steht und nichts sagt, ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit darüber rede. Jedenfalls, ich habe ein, zwei Vorkehrungen getroffen. Ich habe das Kamui unserer Charaktere mal maximiert. Also nicht maximiert, aber aufgefüllt. Und da hauen wir den jetzt direkt rein. So, hoffentlich geht das jetzt. Bams. So, erstmal so ein bisschen vorlegen. Oh, wenn das richtig wenig Schaden ist, so wie ich das Gefühl habe. Ja. So, komm her. Wo ist er? Hier, komm her. Bams. Na, das ist irgendwie nicht so gemacht, habe ich das Gefühl. Das direkt wechseln, weil die Waffe ist dämlich. So, wir passen jetzt ganz toll auf. Versuchen wir dazu. Nase kratzen. Ja, und dann werde ich wieder von sowas getroffen. Boah. Und dann kommt so was und wir werden nicht getroffen, gut. So ein beschissener Ort zum Kämpfen. Hier ist fast gar kein Platz. Komm her, 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 komm her. Lange hältst du halt aus, hä? Sehr lange. Schau ab. Bams. Ja, und ich sollte vielleicht nicht solchen Unsinn machen. Oh man, solchen da. Läuft gut bis jetzt. Ne, die ganze Zeit diesen Angriff macht. Sehr gut. Ah! Ja, schon wieder riskant jetzt hier, okay. Weg. Und Dingens auf leveln, würde ich sagen. Ja, hier. Vergesse ich sonst immer. Statt einen Heilgegenstand einzusetzen, mach mal lieber das. Oh, hi. Na? Komm her. Wie? Boah, jetzt. Nach links gegangen. Ja, genau. Jetzt kommt er wieder damit. Bis jetzt läuft das gut. Au, das war nicht gut. Nein, noch nicht. Ja, das hat viel abgezogen. Nein, 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 nein. Warum zieht das so wenig ab? Ganz ehrlich. Ich tue jetzt einfach nur kontern. Dafür, das ist ein bisschen sicherer. Und vor den Angriff abhauen, genau. Ich könnte einen Schwierigkeitsgrad runterstellen, aber nein, 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 nein. Na warte. Voll getroffen, geil, danke. So, komm her. Mal, lauf nicht noch da. So, ich will sehen, Mann. So. Kann ich geholfen. Beim letzten Boss hat er geklappt, in die Ecke reinzuhauen. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Kombos, die man vielleicht einsetzen sollte. Okay, egal. Aber das kann ich nicht. So, läuft sehr gut gerade. Das war eine Woche her, seit ich gegen den gekämpft habe. Aua. Ja, eine Woche kommt ungefähr, weiß nicht. Letzte Aufnahme, die ist auf jeden Fall nicht gestern her oder so. Schon ein paar Tage dazwischen. Ja, geil. Sehr gut.
vielleicht mit irgendeinem bisschen Spreck, ne? Okay, von hinten anzugreifen ist eine gute Idee, absolut cool. Oh Mann. The Pasch. Vielleicht ist mein Kamui noch voll, ne? Was sagst du dazu? Oh, läuft richtig gut gerade. Komm her. Vielleicht hatte ich ja noch ein bisschen Stress irgendwie am letzten Mal, weil wir da noch einen Bosskampf gemacht haben. Bams. Was sagst du dazu? Nein. Fast. So lange der Kreis angebracht. Das sollte ich vielleicht jetzt nicht ausprobieren. Egal. Dann komme ich von hinten. Ma. Jetzt kommt er wieder angedüst. Nein, das gibt's nicht. Das zieht halt gar nichts ab. Ah, oh, endlich. Oh. Im ersten Versuch direkt. Jetzt kommt eine zweite Form. Da will ich mich richtig anpissen gerade. Mein PS3 geht schon jetzt ab. Blaues Pfeilchenscherbe. Eines der Fragmente des Theaterspiegels. In seiner Mitte ist ein blaues Juwel eingelassen. Gut zu wissen. Ja, mein PS3, die geht jetzt schon ab, weil das verdammt warm ist. Bestimmt so 40.000 Grad draußen. Oder 35. So, ich gehe jetzt erstmal zurück und speichere. Weil wir haben was erreicht, das ist auf jeden Fall schon mal wert. Und meine PS3, die hält halt nicht aus. Wo sind wir? Wer hat das gesagt? Egal. Ich würde erstmal gern oh, danke. Es scheint, als hätte es uns an einen Ort verschlagen, der nicht von unserer Welt ist. Keine Angst, für Tsuchitsune und die anderen schienen sicher. Das Flüstern der Amalgam versichert mir, dass wir unseren Weg von hier zurückfinden. Wie ihr meint, mein Fürstin, dann sollten wir uns beeilen. Sehr schön. Charakterwechsel. Und ich glaube, von einem von euch kann ich noch eine Waffe aufballern, ja. Sehr schön. Ja, zum Glück habe ich die anderen beiden ausgerüstet. Bei ihr habe ich auch die anderen beiden ausgerüstet. So, jetzt hätte ich... Okay, sehr gut. Direkt mal so ein paar Level-Up-Dinger. Nicht Level-Up, aber... Ist schon, was ich meine. Was? Ah, oh, geil. Brauche ich noch zwei, glaube ich. Dann kann ich wieder... HP hochleveln. So, erstmal speichern. Ich habe das Gefühl, meine PS3 kollabiert jeden Moment. Ist auch verdammt heiß, Mann. Und ihr seid so stickig. Ich muss ja die Fenster zu machen, damit die Wärme ja nicht reinkommt. Ah. So, wie die Aufnahme ist irgendwie jetzt kaputt. Dann kotze ich so. Dann sage ich einfach, ich habe gewonnen. Puh. Dann sind wir jetzt in einem vollkommen anderen Ort, oder sind wir eigentlich am gleichen Ort wie die anderen beiden? Kann man mal Shizuka von der Nähe sehen. So. Okay. Ah ja. Bin ich doch schon ein bisschen neugierig. Ist das ein anderer Ort? Ich glaube ja. Das ist ein vollkommen neuer Ort. Ah, okay, zum Rüberschwingen. Aber ich hoffe, wir kommen zu dem einen Ort, wo Yoshitsune und Sonnenau waren. Weil unten habe ich gemerkt, dass... Ja. Oh, geil. Ah, sehr schön. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Unten? Mal von ihm hier aufleveln, wenn der Zeitpunkt kommt. Ich wollte schon sagen. Eieiei, da will ich irgendwie runter. Au, was zum... Na warte. Hier kommt Benkei!
Hi, na? Das hat Spaß gemacht. Babs. Warum sind hier so viele? Ja, okay, bei Benkei ist ja kein Problem eigentlich. Babs. Okay, Massengegner, bitte. Shizuka, die ist da, glaube ich, ein bisschen besser vorbereitet, auch wenn sie weniger Schaden macht. Was? Was? Ja. Verrückt. Wie? Ma, ja, mit Shizuka. Kann er es wagen? So. Bams. So, die Frage ist, komme ich jetzt hier irgendwie wieder hoch? Hey. Schon wenn alle tot sind, ne? Wie? So. Okay, jetzt muss ich ja wieder hoch. Ach, da kann ich, glaube ich, hoch, ne? Ne. Ach so, jetzt weiß ich wieder. Unten, weil... Jetzt weiß ich jetzt nicht mehr. Ah! Was ist los? Warte mal, da sieht irgendwie so aus. Ah. Jetzt da irgendwie hoch, Mann. Da, wo die Spiegel waren, wo wir mit, wo Busson, glaube ich, rausgekommen ist. Wo Yoshitsune und Busson rausgekommen sind, nachdem wir Busson wiedergefunden haben. Ich glaube, da rechts sind wir aus dem Spiegel rausgekommen und links war noch einer. Ich glaube, da kommen die beiden dann raus und hier ist absolut gar nichts. Geil. Dann nicht. Dann weiter. Gern wieder ein paar Level-Up-Dinger. Also Dinger zum Aufleveln. Ja, vielleicht zurückgehen sollen und speichern. So, da ist irgendjemand. Ich habe gesagt, da ist irgendjemand. Oh nee, nicht so ein Typ. Ich muss ja, glaube ich, gar nicht kämpfen, oder? Boah. Ja, nirgendwo so Heilung oder so rumliegt, ne? Ma. Warte mal, jetzt was. Oder? Nee. Keiner. Bams. Ah, Hilfe. Ah. Will mich gerade angreifen, wenn ich am Boden liege. Ich glaube, Spinne. Hui, hui, hui. So, jetzt weiß ich, warum ich hier die ganze auf was krieg wegen euch. Verkackte Bogenschützen. Oh Mann. Bams. Leck mich. Nein. So knapp dran. Nein, dann falscher Knopf. Klopp. Hier ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, jetzt Benkeis HP zu erhöhen. Wohl, vielleicht sollte ich mir für die Bosskämpfe auch aufbewahren. Also eine Grazheilung. So, als wäre irgendjemand schießt mich ab oder so, ne? Boah. Benkei. Das war schon genug Leben, aber hier hast du noch mehr. 3200, leck mich. Wie? Was? Bin ich aufgetaucht, Mann? Bams. Oh, jetzt was. Bams. Gegen die Fresse. So. Das ist ein Teil, verdammt. Aber die Dinger gehen mir auch. Ja, man muss bei jedem Gegner so ein Viech rauskommen. Boah. So, wo ist der Teil hier, verdammt?
Na, Shizuka. Haben wir's? Ja. Ich gehe mal zurück und heim mich. Shizuka bekommt hier schön Kamui dazu. Finde ich gut. Vielleicht soll ich auch mal hier einen Schnitt machen direkt. Obwohl der Part wäre ein bisschen kurz dann. Egal. Ich nehme eigentlich heute nur extra auf, damit ich für morgen was habe, für Freitag. Weil wir sind die Parts ausgegangen. Bams. So, dann würde ich sagen, ich mache hier verfrühten Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Genji Days of the Blade. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.